Experten heute sind einmal Christian Banse vom Fraunhofer CCIT, Wolfgang Felber vom Fraunhofer IIS, Heinrich Pettenpohl vom Fraunhofer ISST und Daniel Schulz vom Fraunhofer IAIS. Und Christian Banse übernimmt an dieser Stelle und stellt die Runde gleich genauer vor. Hallo, ja, vielen Dank. Ich bin ja auch schon seit heute früh dabei. Mein erster Talk, glaube ich, war um 9. Haben wir auch schon kurz das CCIT gehabt. Werden wir heute noch mal ein bisschen weiter reingucken. Vielleicht für die heute früh nicht da waren. Das Fraunhofer CCIT, wir sind der Fraunhofer Cluster of Excellence for Cognitive Internet Technologies. Was bedeutet das? Was sind kognitive Internettechnologien? Dieser Frage werden wir uns jetzt gleich in der nächsten halben Stunde etwas widmen. Und vielleicht noch mal ein bisschen, kam ja auch schon mal in der Anmoderation durch. Es geht immer wieder um dieses Thema Datensouveränität. Ich will dazu einfach noch mal so ein, zwei Worte verlieren, warum das wichtig ist an der Stelle. Und zwar, wir haben eine gewisse besondere Ausgangslage in Deutschland. Es liegt daran, dass wir einfach in Deutschland sehr, sehr aware sind für Themen wie Datenschutz, Datensicherheit und eben diese technische oder auch Datensouveränität. Das heißt, wir haben viele, viele Unternehmen, die so ein bisschen immer zögerlich sind und zu sagen, naja, ich will die Kontrolle über meine Daten behalten, wenn ich neue Technologien einsetze, wenn ich sowas wie KI einsetze. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass eigentlich alle unsere Technologien, die wir hier im Fraunhofer CCIT entwickeln, immer diesen Tenor der Datensouveränität haben, weil nur dadurch können wir am Ende des Tages diese Mehrwerte, die auch diese Technologien wie eben intelligente Sensorik, KI, Machine Learning am Ende des Tages bieten und bringen. Nur so können wir das dann am Ende des Tages auch nutzen. Und darf jetzt dann auch gleich in die ersten Beispiele gehen und darf da jetzt dann an den Geschäftsstellenleiter vom IoT Comms, das ist einer unserer drei Forschungszentren im CCIT, überleiten, Dr. Wolfgang Felber, der einige Beispiele und Anwendungen aus dem Bereich IoT-Kommunikation zeigen wird. Genau, vielen Dank, Christian, sozusagen für die Überleitung. Wie Christian schon erwähnt hat, sozusagen bringen wir innerhalb des CCIT verschiedene Kompetenzen zusammen und versuchen, die im Kontext von auch Industrieanwendungen wirklich in Lösungen zu überführen. Und wir stellen uns da ganz konkreten Fragestellungen, sozusagen unter anderem sozusagen auch Fragestellungen einfach der Positionierung, die immer wieder aufkommt. Wenn ich Objekte habe, wenn ich Werkzeuge habe, wissen will sozusagen, wo die in komplexen Industrieumgebungen sich befinden, sozusagen kommen heute schon Lokalisierungssysteme zum Einsatz. Wenn ich aber in Genauigkeitsklassen von zum Beispiel 30 Zentimeter kommen will, dann gibt es Technologien wie UWB. Aber um die Genauigkeiten zu erreichen, brauche ich aufwendige Kalibriersysteme. Gerade sozusagen in Industrieumgebungen ist das nicht immer einfach. Die Umgebungen ändern sich. Und hier sozusagen haben wir eine Technologie entwickelt, die sich ad hoc einmisst, sozusagen die diesen Kalibrierprozess automatisiert. Und verbindet sozusagen dann sozusagen die Welt von, ich weiß, wo meine Objekte sind, bringe sie in übergeordnete Systeme und kann dann sozusagen Produktionsprozesse ganz anders steuern und managen und das immer sozusagen mit einer sicheren Kommunikation. Will ich noch genauer werden, dass ich sagen will, okay, die 30 Zentimeter sind nicht ausreichend, ich muss auf 10 Zentimeter und weniger, weil ich zum Beispiel im Bereich der Qualitätssicherung Handwerkzeuge einsetzen will, dann komme ich ergänzend sozusagen um Machine Learning Kompetenzen nicht drum herum. Aber da würde ich gerne zu meinem Kollegen, dem Daniel Schulz, weitergeben. Ja, vielen Dank, Wolfgang, für die Überleitung. Denn auch in der hochautomatisierten Produktion gibt es heute immer noch eine Vielzahl manueller Arbeitsprozesse. Die reibungslose Durchführung dieser erfordert jedoch immer eine hohe Aufmerksamkeit der Monteure. Der richtige Einsatz von Werkzeugen ist hierbei sowohl in Bezug auf die Qualitätssicherung als auch im Hinblick auf die Sicherheit der Monteure unerlässlich. Das Fraunhofer CCIT entwickelte hierfür ein kognitives Sensormodul mit Embedded KI für Handwerkzeuge, welches autonom verschiedene Parameter in Arbeitsprozessen misst und somit Prozessoptimierung, Transparenz und Qualitätssicherung gewährleistet. Mehrere Sensoren detektieren hierbei sowohl Bewegungen als auch Ort und Reihenfolge der Arbeitsschritte. Sie sehen hier im Video die Anwendung des Sensormoduls bei der Wartung einer Umformpresse. Der Mitarbeiter hat hier die Aufgabe der Wartung der Maschine durch das Festziehen oder Lösen von Schrauben mit Hilfe eines Akkuschraubers. Er wird dabei vom Sensormodul begleitet, welches seine Aktion mittels integrierter KI überwacht, die Ergebnisse dann drahtlos per Wi-Fi oder Bluetooth an eine App überträgt und diese dann dem Mitarbeiter jederzeit Rückmeldung zu seinen Aktionen gibt. Ein grüner Pfeil gibt dem Mitarbeiter den Hinweis, dass er die Wartung in der richtigen Reihenfolge, am richtigen Ort und mit der richtigen Aktion ausgeführt hat. Nach Abschluss der Arbeiten sind alle Arbeitsschritte zeit- und kostensparend korrekt ausgeführt und vor allen Dingen auch dokumentiert.
Falls Sie mehr über das Exponat und die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit erfahren möchten, stehen Ihnen Fraunhofer-Kolleginnen und Kollegen auf dem Stand für maschinelles Lernen des CCIT gerne zur Verfügung. Wir freuen uns natürlich sehr auf Ihren Besuch und schauen Sie sich auch gerne die anderen Exponate auf unserem Stand an, wie zum Beispiel das KI-Lernlabor. Ja, vielen Dank, Daniel, für den kurzen Einspieler. Jetzt haben wir ja schon gesehen, jetzt sind wir eher auf der Ebene der Werkzeuge unterwegs gewesen. Wir haben von Schrauben, Schraubern, eher kleineren Dingen, sage ich mal, geredet. Aber grundsätzlich sind wir ja eigentlich so in diesem ganzen Kontext von, ich sag mal, ja, neudeutsch würde man dazu sagen, so Structural Health Monitoring. Also ich will sozusagen den Überwachungszustand anschauen. Da schaue ich so ein bisschen an Wolfgang. Gibt es da jetzt irgendwie, ich glaube, da haben wir aus CCIT raus auch Technologien entwickelt, die auch genau in diesen Kontext, glaube ich, sehr gut zum Einsatz kommen. Kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen? Ja, Christian, vielen Dank. Ja, natürlich sozusagen. Also da sozusagen, gerade sozusagen halt auch mit dem Bereich Structural Health Monitoring sozusagen haben wir uns an einem Thema gewidmet, sozusagen, das an vielen Stellen kommt, und zwar Schraubverbindungen sozusagen. Und die kommen gerade sozusagen halt an vielen Stellen zum Einsatz sozusagen, wo es halt einfach wichtig ist sozusagen, dass sie ihre Funktion erfüllen und aus diesem Grund sozusagen auch regelmäßig überprüft werden müssen. Und genau diesen Punkt sozusagen haben wir uns angenommen sozusagen, wie kann man hier eine sichere Verbindung schaffen und auch hier Arbeitsprozesse vereinfachen. Und der Gedanke ist hier tatsächlich, intelligente Sensorik zu verbinden. Sprich, ich kann eine Vorspannkraft messen mit einem Energiebedarf, der über den gesamten Lebenszyklus der Schraube reicht. Ich kann bei der Ausbringung sozusagen, ich kann den Zustand drahtlos auslesen und das zudem auch sicher. Und wenn ich die Schraube ausbringe sozusagen, habe ich Methoden, wie auch einfache Mitarbeiter sozusagen so ein Sicherheitsmodul oder sozusagen auch sichere Schlüssel auf so ein System aufbringen können, um so ein System sicher und drahtlos betreiben zu können. Also insofern genau diese verschiedenen Aspekte von, also nicht, ich kann die Schrauben, die ich ausbringe, sicher, drahtlos, über Kilometer und viele tausend Schrauben gleichzeitig auslesen, überwachen und habe damit die Möglichkeit, plötzlich sozusagen gerade solche sicherheitskritischen Verbindungen oder Systeme gut in meine Prozesse einzubeziehen, und dadurch, dass ich halt nicht mehr vor Ort sein muss und das sicher und drahtlos tun kann, kann ich sozusagen auch verschiedene neue Dienstleistungen anbieten. Und hier kommt der weitere Aspekt neben der sicheren Sensorik sozusagen halt auch der Bereich der Datensouveränität rein. Ich sage, wenn ich jetzt solche Daten von sicheren Schraubverbindungen drahtlos auslesen kann, dann kann ich sie auch unterschiedlichen Herstellern zur Verfügung stellen oder auch neue Businessmodelle da aufbauen. Aber für diese Datensouveränität sozusagen braucht es halt eine weitere Technologie sozusagen, die uns Heinrich sozusagen kurz sozusagen was dazu sagen kann. Heinrich, dein Part. Gut, danke. Also Wolfgang hat es ja vorhin schon eingeführt. Die Daten aus der intelligenten Schraubverbindung liegen ja erstmal vor Ort bei den entsprechenden Systemen, also bei der Brücke, bei der Produktionsmaschine, bei den Windkrafträdern und gehören per se erstmal dem Anlagenbesitzer. Und das, was wir jetzt im IDS machen, ist, wir versuchen, diese Daten zu nutzen. Also um die Daten zu nutzen und damit einen Mehrwert zu schaffen, müssen diese mit den anderen Unternehmen geteilt werden. Wir sprechen hier von Datenräumen, also Data Spaces, die zwischen Unternehmen entstehen. Und in diesen Datenräumen werden die Daten zwischen mehreren Unternehmen geteilt, um ein gemeinschaftliches Ziel zu erreichen, das ein einzelnes Unternehmen alleine eben nicht erreichen kann. Deswegen bilden sich solche Datenräume, Datenökosysteme. Dabei müssen je nach Anwendungsfall auch schützenswerte Daten geteilt werden, wie zum Beispiel halt der Zustand der Infrastruktur mittels der intelligenten Schraube, um vorausschauende Wartung zu ermöglichen. Dabei geben die Unternehmen auch viel Einblick in diesen Zustand ihrer eigenen Infrastruktur, und diese Informationen wollen die Unternehmen entsprechend nur ungern teilen, vor allem wenn es nicht klar ist, was mit diesen Daten passieren kann. Im CCIT-Forschungszentrum Data Spaces erforschen und entwickeln wir solche Datenräume spezifisch mit dem Fokus auf die Datensouveränität, also das Teilen von Daten gleichzeitig und das gleichzeitige Bestimmen, wofür die Daten genutzt werden dürfen. Dazu gibt es grundlegend vier Punkte, die vor circa 15 Jahren durch die Forschungsliteratur zum Thema Data Spaces definiert wurden. Der erste Punkt ist, ein Data Space ist eine verteilte Dateninfrastruktur. Der zweite Punkt ist, diese Integration von den Daten passiert auf einer semantischen Ebene und nicht über ein gemeinsames Datenmodell. Es gibt also kein Data Lake in der Mitte, wo alle ihre Daten reinbringen, sondern es wird semantisch beschrieben, welche Daten man letztendlich tauschen, handeln möchte. Der dritte Punkt ist, es gibt keinen Single Source of Truth.
wie ich gerade schon sagte, dadurch, dass es keine zentrale Stelle gibt, wo alle Daten gespeichert werden, sondern die Daten dezentral bei den Unternehmen bleiben, solange wie sie halt nicht benötigt werden. Dadurch entsteht es halt, dass es an mehreren Stellen Duplikate gibt und so weiter und es halt, wie gesagt, kein Single Source of Truths gibt. Es kann also, es kann Daten mehrfach geben. Punkt 4 ist dann, Datenräume können ineinander verschachtelt sein. Wir reden von verschiedenen Datenräumen, die in verschiedenen Domänen stattfinden. Wir können uns vorstellen, Logistikdatenräume zu haben, in Mobilität, in der Industrie natürlich. Und diese Datenräume können miteinander verschränkt sein, um letztendlich einen Nutzen daraus zu ziehen, dass man halt diese verschiedenen Domänen übergreifend nutzen kann, indem man halt interoperabel ist und diesen gleichen Standard verwendet. Diese Punkte, die damals vor 15 Jahren zusammengeschrieben wurden, die haben wir zusammen mit dem International Data Spaces Association erweitert, also mit dem entsprechenden Verein, den wir dazu gegründet haben. Und der erste Punkt der Erweiterung ist Datensouveränität. Wir wollen Nachverfolgbarkeit haben von den Datennutzungen. Also wer darf was mit deinen Daten machen und wer tut was auch mit meinen Daten, das nachvollziehbar zu machen und letztendlich zu umzusetzen, dass eine bestimmte Nutzung eingehalten wird. Um das zu tun, gibt es den Punkt 2. Man muss den Akteuren in diesem System vertrauen. Also den Datenkonsumenten, derjenige, der von dem Datenbesitzer die Daten bekommt, dem muss vertraut werden. Und dementsprechend gibt es sogenannte Vertrauensanker, die wir im International Data Spaces definieren. Die werden dadurch erzeugt, dass wir die Zertifizierung der Komponenten und Unternehmen durchführen. Also wir zertifizieren, dass eine Komponente die Datennutzungsbedingungen einhält und dass das Unternehmen das auch tut. Mit diesen Grundlagen erarbeiten wir im Forschungszentrum die Umsetzung der dafür notwendigen Komponenten, allen voran das Gateway zu dem Datenraum, den DataSpace Connector, den wir von Fraunhofer zusammen mit den Industriepartnern als Open Source Software entwickeln. Dabei legen wir großen Wert darauf, den definierten Standard von der International Data Spaces Association zu befolgen und die dann unter anderem auch als Standard für die souveränen Datenräume in Gaia-X zu nutzen. Dabei folgen wir der Datenstrategie der Europäischen Kommission und der Bundesregierung, die jetzt im Januar herausgekommen ist, und bauen explizit Datenräume für diverse Domänen, die da gefordert sind. Außerdem arbeiten wir eng mit der Plattform Industrie 4.0 zusammen, daran, dass die Verwaltungsschale mit dem IDS integriert wird. Und ich freue mich dementsprechend, dass wir von Fraunhofer am aktuellen Nerv der Zeit arbeiten können und bin guter Dinge, dass wir mit dem Data Spaces einen Beitrag leisten zu Gaia-X, der Datenstrategie der EU und insbesondere der kognitiven Internettechnologien. Ja, vielen Dank, Heinrich. Also man sieht schon, die Datenräume und eben auch die Datensouveränität, das ist wirklich Dreh- und Angelpunkt wirklich aller Technologien im CCIT wirklich als verbindende Komponente. Ich hoffe, dass wir einen ganz, ganz kurzen Einblick in die verschiedenen Technologien des CCIT bieten können. Wir haben natürlich deutlich mehr noch, was man wirklich sehen kann, wir würden es natürlich Ihnen gerne alles live zeigen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen natürlich der aktuellen Lage geschuldet, dass wir haben sehr viele Sachen zum Anfassen. Die können es ja leider im Moment nicht anfassen. Man kann es nur digital schauen. Aber wir haben, denke ich, dennoch ein ganzes Potpourri an verschiedenen Sachen, von Sachen hier an unseren Ständen. Wir haben auch Videos von unseren Rundgängen, wo man wirklich Sachen auch nochmal live sehen kann. Und zwar wirklich die gesamte Bandbreite eben unserer drei Hauptkomponenten, eben einerseits die intelligenten Sensoren. Also wir haben nochmal Werkzeuge, wo es Zerspannungsprozesse, die wir verbessern können. Wir haben intelligente KI-Anwendungen in verschiedenen Domänen. Wir haben die Data Spaces. Es gibt auch, hat der Höhner vorher schon gesagt, noch direkt im Anschluss auch noch den Talk über den Data Space Connector im Gaia-X-Umfeld. Also wie das wirklich dann auch mal live zusammenspielt, kann man sich das anschauen. Das heißt, wir haben eine ganze Palette von verschiedenen Sachen, die wir natürlich gerne zeigen würden. Und wir sind natürlich Platz ein bisschen schneller auch in der Zeit, als wir ursprünglich gedacht haben. Das heißt, wir haben jetzt auch noch gut viel Zeit und Luft für Fragen, die natürlich jetzt Sie stellen wollen. Also wir wollen natürlich gerne hier noch das ein interaktives Format machen und würde deswegen auch dann an die Moderation zurückgeben und schauen, ob denn schon die ersten Fragen vorliegen für uns.
Erstmal ganz herzlichen Dank an Christian Banse, dass Sie das Ganze so durchgeführt haben. Ganz wunderbar, herzlichen Dank. Und bevor wir die Fragen, und wir haben Fragen hier, wollte ich das Publikum, die Zuschauer nochmal auffordern, auch unseren Stream zu bewerten. Denn der Link, der gerade unten eingeblendet ist, der führt zu einem Beurteilungsformular oder einem Abstimmungstool. Und da würden wir uns natürlich freuen. Vielleicht waren Sie ja seit 7 Uhr dabei und haben einen guten Überblick, was wir alles so geboten haben. Aber vielleicht haben Sie auch sich auch nur einzelne Panels angeguckt, denn das sind doch sehr unterschiedliche Themen heute. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn es allen gefallen hat. So, jetzt kommen wir zu den Q&A. Wir haben hier die erste Frage, die da heißt, wie kann ich mit dem CCIT zusammenarbeiten? Auch wenn es teilweise schon beantwortet worden ist, vielleicht einmal noch mal knackig zusammenfassen, wie so Kooperationen aussehen. Genau, ich kann ja mal das mal übernehmen, dann können meine Kollegen vielleicht nochmal ergänzen an Teilaspekte. Wir hatten es heute früh auch so ein bisschen schon im Talk. Da war es ja sehr, sehr stark im Fokus. Allgemein Kooperationsmodelle wie Fraunhofer ist eine Frage, die wir sehr oft bekommen. Wie kann man machen? Wie kann man Projekte machen? Wir haben im CCIT so eine kleine, wir haben das mal Customer Journey genannt, aufgestellt, weil das Problem ist oft, die Firmen sind alle sehr, sehr unterschiedlich weit in der Digitalisierung. Wir haben kleine Firmen in Deutschland, wir haben große Firmen, wir haben Riesenkonzerne, wir haben Weltkonzerne. Wir sind alle unterschiedlich weit. Und das heißt, wir wollen eigentlich im Prinzip Unternehmen jeglicher Art hier mit auf die Reise nehmen, sozusagen, also die Reise in die Digitalisierung. Und das müssen wir natürlich an verschiedenen Punkten machen. Und das heißt, das kann anfangen mit einem kleinen Workshop, den man macht, um einfach mal einen Einblick zu bekommen, was ist denn vielleicht ein Ist-Zustand auch. Also wie weit ist denn ein Unternehmen schon in der Digitalisierung? Das folgt dann meistens daraus, dass man so eine Art, sag ich mal, Gap-Analyse macht. Also wo fehlt es denn noch? Wo sind denn noch potenzielle Bedarfe? Da kann Wolfgang vielleicht auch noch mal kurz über das Thema Retrofit ganz kurz was ergänzen. Das ist natürlich was da sehr, sehr relevant ist bei Altsystemen. Dann geht es dann so schrittweise dann natürlich auch in klassische Forschungskooperationen. Wir machen sehr viel Auftragsforschung natürlich im Rahmen von Fraunhofer. Das heißt, wir versuchen hier gezielt unsere Technologien, wie zum Beispiel den Data Space Connector, dann tatsächlich in die Anwendung zu bringen, in die Technologien unserer Partner zu bringen. Weil oft ist es so, die Unternehmen starten natürlich ja auch nicht von null. Es gibt schon vorhandene Produkte. Das heißt, wir wollen natürlich da unsere Technologien mit reinbringen. Und dann gibt es natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, von Lizenzierung bis Projektgeschäft. Und das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch sehr wichtig. Das heißt, auch da runden wir das Ganze ab mit dem Thematik von Schulungen. Also wir lassen den Kunden dann auch nicht allein mit unserer Technologie, sondern wollen natürlich auch, dass die Kunden das nachhaltig nutzen. Aber ich glaube, gerade vielleicht nochmal dieses Thema Retrofit ist, glaube ich, was man so speziell auch für die Hannover Messe ist. Da würde ich vielleicht den Wolfgang bitten, da nochmal ein, zwei Worte dazu zu sagen. Genau, also hier sozusagen ist insbesondere sozusagen unser Anliegen, dass gerade wenn wir neue Lösungen schaffen oder versuchen sozusagen Schritte sozusagen auf dem Weg der Digitalisierung zu gehen, dass wir die Lösung sozusagen in bestehende Systeme einbinden können. Und gerade im Industriebereich, wo man Maschinen hat, die schnell mal schnell auf 20 oder 30 Jahre auch ausgelegt sind, Betriebszeit, möchte man natürlich sozusagen nicht alle 5 Jahre sozusagen seinen kompletten Maschinenpark ersetzen. Und insofern haben wir bewusst Lösungen geschaffen, die zum einen sozusagen es ermöglicht, ermöglichen, neue Sensorwerte aufzufassen und zum Teil auch in Zerspannungsprozessen direkt vorne an dem eigentlichen Zerspannungsobjekt. Aber wir immer sozusagen bemüht sind, sozusagen über Standardschnittstellen diese Technologien wieder reinzubringen. Also wir schauen, dass wir uns an sowohl bestehende Protokollformate in der Kommunikation andocken, aber auch an bestehende mechanische Formate. Dass wir einfach bewusst sagen können, wenn wir sich einen neuen intelligenten Bohrkopf designen, dann hat er eine Standardaufnahme für die normalen Maschinen, sodass ich ihn in meinen Prozess einsetzen kann. Wenn er eine bestimmte Kommunikationssprache spricht, dann wird die natürlich, wenn sie drahtlos ist, zum einen abgesichert, aber settelt dann auch wieder auf die Standardprotokolle auf, die in der Maschine selbst vorhanden sind, sodass wir auch in kleinen Schritten letztendlich anfangen können, auch dem Mittelstand zu helfen, in der Digitalisierung Schritt für Schritt voranzukommen und nicht die eine große Investition machen müssen, sondern gezielt, wie Christian schon beschrieben hat, über die Customer Journey gucken, wo ist der Bedarf, wo kann eine Technologie für den nächsten Schritt helfen, in Schritt Digitalisierung zu gehen und da an diesen Komponenten zielgerichtet Technologie zu schaffen. Dann gibt es Zuschauer, die noch weitere konkrete Anwendungsbeispiele hören wollen. Wer möchte hier nochmal zusammenfassen? Kann ich natürlich auch unternehmen. Ansonsten würde ich, weiß nicht, ob Daniel, vielleicht kannst du noch mal was sagen. Gerade vielleicht so im KI-Bereich gibt es natürlich Vielzahl von verschiedenen Anwendungsfällen, die wir auch abdecken. Wir haben das KI for Tools jetzt gesehen. Wir haben sehr viele auch KI-Demonstrator in sehr vielen Anwendungsbereichen. Magst du vielleicht noch kurz was dazu sagen?
Gerne, Christian. Also wir haben bei uns am Stand noch zwei Beispielprojekte, die wir Ihnen präsentieren möchten. Das eine ist ein sehr schönes Beispiel, wo wir KI mit Sensorik kombinieren. Das nennt sich Muda. Hier haben wir quasi einen Sprachassistent mit einer Gestensteuerung kombiniert. Und das wird im Rahmen einer Qualitätssicherung eingesetzt. Das ist, man kann da in zwei Richtungen denken. Einerseits haben wir quasi so die Massenproduktion, wo man vielleicht quasi auf eine Automatisierung setzen würde, was quasi allein durch KI gesteuert wird. Und da haben wir bei uns, wenn es zum Beispiel um eine Kleinproduktion geht oder um hohe Präzision, da haben wir hier gesagt, okay, wenn der Mensch noch in diese Qualitätssteuerung einsteigen muss, dann ist es vielleicht wichtig, dass er dabei unterstützt wird. Und hier haben wir eine Gesten- und eine Sprachsteuerung gemeinsam kombiniert. Das Gleiche haben wir dann quasi auch auf der anderen Seite, auf der Gegenseite, wenn es um die Hochautomatisierung geht. Hier haben wir ein Beispiel, wo es um eine Hagelschadendetektierung geht. Hier ist quasi die KI auch dem Menschen überlegen. Sie kann quasi auch in der Mobilproduktion nicht nur Hagelschäden, sondern natürlich auch Produktionsschäden erkennen, wenn es um die Herstellung von Karosserieteilen geht. Und wir zeigen quasi an diesen beiden Beispielen, was mit KI und in der Kombination mit einer intelligenten Sensorik an der Stelle möglich ist. Wie aufwendig ist denn deren Betrieb? Ist das sehr unterschiedlich? Gibt es weniger aufwendige und vielleicht auch Beispiele, die dann extrem viel größer sind? Also wenn Sie auf diese beiden Beispiele ansprechen, der Aufwand, zumindest was KI angeht, steckt natürlich meistens in der Entwicklung. Ne? Man steckt quasi sehr viel Zeit in die Entwicklung eines Modells, bis das entwickelt sind. Da sind wir natürlich auch so ein bisschen angewiesen, dass die Industrie auf uns zukommt. Wir richten uns natürlich da auch sehr stark an den Bedarfen der Industrie aus. Und sind da auch so ein bisschen auf Unterstützung angewiesen. Aber wir sind natürlich Fraunhofer, betreiben angewandte Forschung. Und unser Ziel ist es natürlich quasi so ein bisschen auch die Grundlagenforschung, dass wir quasi dafür sorgen, dass wir an der Spitze der Forschung sind, Exzellenzforschung betreiben und dann über Anwendungspartner das Ganze dann auch in die Industrie mit reinbringen. Das heißt, diesen Entwicklungsaufwand, den würden in größten Teilen dann auch wir betreiben und dann mit Industriepartnern dann noch implementieren. Das heißt, Aufwand steckt dann meistens großartig in der Entwicklung, aber der kleinere Teil ist dann, wenn es tatsächlich an die Implementierung dann im Werk geht. Dann ganz herzlichen Dank an die Runde. Das hatte einen guten Flow, wie Sie es miteinander präsentiert haben. Und vielen Dank auch noch für das Beantworten der Fragen. Dankeschön. Und wir machen hier eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder.